Ja, wir wachsen im Moment auch relativ schnell. Wir sind inzwischen schon 150 Leute. Wir werden manchmal ganz komisch angeschaut, wenn wir sagen, wir wählen bei uns die Vorgesetzten. Und das ist ja irgendwie auch gut so. Softwarebuden, da kann das ja vielleicht noch irgendwie funktionieren. Das ist ein bisschen komische Sache. Und aus unserer Sicht ist das eigentlich nur die Vorstufe von dem, was Digitalisierung bringen wird. Also wir sind erst auf dem Weg dorthin. Wenn wir über 2025 sprechen, wird es noch ganz andere Modelle geben. Deswegen möchte ich die zwei Teile ganz kurz unterteilen. Auf der einen Seite, wo wir heute stehen und dann, wie wir denken, dass 2025 ausschauen wird, was ja noch einmal ein Stück in der Zukunft liegt. Und Entdecker der Unternehmensdemokratie deshalb und nicht Erfinder, weil die existiert heute schon in fast jedem Unternehmen. Und das ist eigentlich eine Sache, die hängt mit einem Teil der Digitalisierung zusammen, das ist die Wissensarbeit. Ja. Wer von Ihnen hatte schon einmal erlebt, dass Ihr Vorgesetzter Ihnen etwas, Ihnen einen Befehl, einen Auftrag gegeben haben, den Sie für blödsinnig erachtet haben? Nehmen wir mal an, das sind relativ viele. Und die Frage ist, wie gehen Sie denn damit um? Ja? In der Regel sagt man dann, ja, wenn ihr ein gutes Verhältnis habt, dann versuche ich noch zu diskutieren. Und wenn ich den nicht überzeugen kann und er mich nicht, was mache ich dann? Ja, die ältere Generation tut dann so, als würden sie es machen und machen es gerade so gut, dass man nicht sagen kann, ist Arbeitsverweigerung. Die heutige Generation Y, wo wir denken, das sind vollkommen neue Spezies von Menschen, die sind wenigstens ehrlicher, die sagen, ich finde das ein Blödsinn, ich mache es nicht. Ja. Effekt ist der gleiche, sie machen es nicht. Das heißt, wir haben heute tagtäglich Entscheidungen, weil wir nämlich Wissensarbeiter sind. Und da funktioniert nämlich ein ganz wichtiges Element von Command und Control nicht mehr. Das ist Control. Und wenn ich nicht kontrollieren kann, muss man sich fragen, ob ich befehlen sollte. Ja, also das heißt, wir erleben heute tagtäglich, wählen wir unseren Vorgesetzten dahingehend, ob wir ihm folgen oder nicht. Und die krasseste Art von Wahl ist die, dass ein Mitarbeiter das Unternehmen verlässt. In der Schweiz heißt es abstimmen durch Füße. Man geht einfach woanders hin, wo es einem besser gefällt. Und wir haben bei uns auch im Unternehmen häufig Fehlentscheidungen gemacht, wenn wir Leute befördert haben. Wir kennen das alle, ja. Beste Verkäufer wird Verkaufsleiter, beste Programmierer wird Programmierer. Kennen wir alle, wir wissen alle, dass man es nicht machen sollte, trotzdem machen wir es immer. Und was passiert dann? Als erstes sinkt die Stimmung vom Team und von dem Vorgesetzten notabene. Als zweites sinkt die Leistung. Als drittes verlassen die besten Leute das Team und dann irgendwann machen wir die Entscheidung, dass wir den Vorgesetzten austauschen oder er tauscht sich selbst aus. Ja. Das kann man verkürzen, indem man dem Team die Möglichkeiten gibt, den Vorgesetzten zu wählen. Explizit. Ja, das hat auch noch einen ganz großen weiteren Vorteil, dass wenn dann einmal schlechter Vorgesetzter oben sitzt, habe ich als Mitarbeiter vielleicht eine höhere Leidensbereitschaft, weil ich weiß, ich kann es wieder ändern. Wenn ich die Möglichkeiten nicht habe, weiß ich nicht, ob der Vorgesetzte noch 3 Monate da ist, 2 Jahre oder 10 Jahre und wie lange er mich sozusagen terrorisieren wird und habe damit die Möglichkeit, das auch in der Hand zu haben. Also das heißt, die bewusste, explizite Wahl hat schon einmal von dort her massive Vorteile. Und was wir sonst noch gesehen haben, ist, wenn wir uns heute einen guten Vorgesetzten anschauen, wenn der ein neues Team übernimmt, dann geht er hin, überlegt sich, was ist eigentlich seine Aufgabe, dann kommuniziert er das dem Team. Das Team gibt auch Feedback und dann fangen sie an zu arbeiten. Ja. Was machen denn mittelgute Vorgesetzte? Die gehen hin, sagen so, ich bin jetzt da der Chef, ich muss jedem sagen, wo es lang geht, ich mache die Entscheidungen und verändern plötzlich ihr Verhalten, selbst wenn sie davor Teammitglieder waren, die ganz anders geführt werden wollten. Das ist, nenne ich so Häuptlingseffekt und es gibt auch gleichzeitig einen Indianereffekt, dass Mitarbeiter dann plötzlich sagen, oh, der ist jetzt Boss geworden, soll er mal zeigen, wie er das kann. Ja. Und wenn wir jetzt aber im Prinzip demokratische Wahlen haben, dann ist dieses Verhalten, das ein guter Vorgesetzter von sich aus macht, automatisch im Prozess. Ja, weil ich möchte gewählt werden, also muss ich mir überlegen, was bringe ich dem Team überhaupt und artikuliere das. Das Team muss sich überlegen, was erwarte ich von meinem Vorgesetzten und artikuliert das auch. Das heißt, ein ganz wichtiges Feature von demokratischen Wahlen ist der Prozess davor. Und dann fragen uns immer Leute, ja, aber hallo, Wahlkampf im Unternehmen, wir sehen das schon in der Politik, wie scheiße das ist. Ja, und dann beginnt da irgendwie Wahlkampf und keine Ahnung, was Wahlversprechen und so weiter. Unsere Erfahrung ist, es gibt keine Wahlversprechen.
Überhaupt in Unternehmen, in Teamgrößen ist es ja relativ gut überschaubar und die Leute sind gar nicht so blöd. Das Problem in der Politik, haben wir schlechte Angebote, deswegen wählen wir dort zwischen Pest und Cholera. In Unternehmen hoffen wir doch, dass wir ein bisschen bessere Angebote haben und dann werden die Leute schon die richtigen Leute wählen. Punkt 1. Und Punkt 2, es ist ja eine Illusion zu glauben, dass bei den heutigen Unternehmensstrukturen, wo die Vorgesetzten von irgendwelchen Boards und Gremien und Nominierungskomitees gewählt werden, dass es dort keine Politik gibt und keinen Wahlkampf. Ja? Der ist nur viel versteckter, braucht aber mindestens genauso viel Energie. Das heißt, wir glauben, dass solche Prozesse in Zukunft helfen werden zu besseren Führungskräften. Und auch als ich mich als Geschäftsführer abwählen habe lassen und meinen Nachfolger zur Wahl vorgeschlagen habe, hat es auf der einen Seite einen guten Effekt für ihn gehabt, dass er natürlich vom Team getragen worden ist. Sonst hätten sie gesagt, ja, der Hermann spinnt jetzt, jetzt schlagt er den als seinen Nachfolger vor, kann doch nicht gut sein. Es hat einen ganz anderen Start gehabt. Und auf der anderen Seite auch war ich dann ein Jahr lang unter ihm und habe in seinem Team gearbeitet. Und das war für mich das beste Führungsentwicklungsprogramm, das ich jemals hatte. Weil ich habe dann gesehen, welche Entscheidungen er getroffen hat. Und dann haben wir mir gedacht, ui, das geht wahrscheinlich in die Hose. Und dann habe ich gesehen, es hat doch funktioniert. Und ich lerne damit unglaublich viel, wenn man fluideres Führungsverständnis lernen, dass man mal Aufgaben übernimmt, dann auch wieder ins Team zurückgeht. Wir sehen das bei freiwilligen Organisationen, bei vielen wissensgetriebenen Organisationen wie Rektoren und so weiter ist das total üblich. Ich bin Professor, dann werde ich Rektor für gewisse Zeit, dann bin ich wieder Professor. Ja, solche Dinge werden wir in Unternehmen auch sehen, aber wir glauben, das ist erst der erste Schritt der Entwicklung. Damit kommen wir erst einmal, fangen wir an, unsere Organisationen zu entwickeln in eine Richtung, dass sie passen für die Wissensarbeit. Da sind wir noch gar nicht bei Digitalisierung. Und wir glauben, wir brauchen in Unternehmen genauso viel Innovation, wie außerhalb von Unternehmen stattfindet. Ja, wenn wir uns anschauen, was außerhalb von Unternehmen für Innovationen in den letzten 10, 15 Jahren waren, und dann schauen wir mal rein, wie viele Innovationen wir in Unternehmen machen, ist das eigentlich erschreckend. Ja, und da müssen wir deutlich innovativer werden, das heißt Sachen ausprobieren, auch mal Risiken zu übernehmen und dann zu schauen, wie es funktioniert und uns da auch entsprechend entwickeln. Deswegen habe ich jetzt auch als meinen Zusatztitel, das ist noch nicht, leider noch nicht richtig im Programm, weil ich es erst vor kurzem entschieden habe, ich heiße jetzt Ermutiger, das ist meine Aufgabe im Unternehmen, also Mut zu geben für solche Innovationen und auch Risiken zu übernehmen. Und wenn wir dann schauen, wie geht es denn dann weiter? Ja, damit haben wir noch gar nicht Digitalisierung abgedeckt, sondern erst Wissensarbeit. Und mit der Digitalisierung, da kann man eigentlich sagen, es wird die Uberisierung der Arbeit. Uber hat 2000 Mitarbeiter, ungefähr 160.000 Freelancer, Verhältnis 80:1. Microsoft ist im Moment bei 2/3. Ja. Wir werden sozusagen die Mitarbeit on demand erleben. Wir werden Marktplätze haben, wo Mitarbeiter eBay-Sterne haben, Arbeitgeber eBay-Sterne oder sogar Projekte eBay-Sterne haben. Und wir werden einfach Mitarbeiter on demand haben und das wird nicht der Projektarbeit aus unserer Sicht für 2 Jahre sein, sondern es wird für 3 Monate sein und Leute werden mehrere haben. Das heißt, jeder kann für sich, wer schon einmal mit Uber-Fahrern gefahren ist, die sagen, ja, es ist eigentlich praktisch, wenn ich arbeiten will, nachher gehe ich einfach rein, melde mich an, nachher kommen die Aufträge, wenn ich nicht arbeiten will, melde ich mich wieder ab. Und genau solche Dinge werden auch im breiten Stil in Unternehmen passieren durch die Digitalisierung, weil es uns ermöglicht, solche Prozesse viel, viel einfacher zu machen. Das heißt, wir werden Plattformen haben, die Anstellungsverhältnisse abdecken, die Mitarbeitern sagen, wie sie ihre Skills entwickeln sollen, weil heute im Moment diese Skills mehr Lohn erbringen. Das heißt, in diese Richtung sollte ich mich entwickeln. Die werden dieses Zusammenfinden von Angebot und Nachfrage nach ganz anderen Kriterien als nur nach dem Lohn und der Arbeitsaufwand zusammenstellen. Es wird Teams geben, die zusammenarbeiten. Man kann es auch gleich sagen, entweder man nennt es heute Uberisierung oder es ist eigentlich die Hollywoodisierung. In Hollywood gibt es ja schon lange, der Arbeit, dass man sich einfach für ein Projekt trifft, ganz verschiedene Leute, man macht es und ist dann auch wieder weg. Die Frage, was dann Unternehmen noch sind, ist dann noch spannender, aber wir reden ja eigentlich vor allem über die Art, wie Mitarbeit funktioniert und ich glaube, das ist dann eigentlich der zweite Schritt. Und ich möchte jedes Unternehmen einladen und wenn Sie in Ihrem Unternehmen verantwortlich sind für solche Themen, sich als der Architekt Ihres sozialen Systems zu verstehen, weil am Schluss werden die Unternehmen aus unserer Sicht am erfolgreichsten sein, die den Upgrade ihres Betriebssystems geschafft haben. Ja, in der Analogie, außerhalb von Unternehmen ist iOS und Android und in Unternehmen arbeiten wir immer noch auf MS-DOS. Ja, und wir müssen den
das Betriebssystem, mit dem wir arbeiten, das besteht also aus Kulturen, Ritualen etc., aber auch aus der Ermächtigung von Mitarbeitern und aus Technologien. Das müssen wir schaffen und im Prinzip unser Betriebssystem upgraden. Danke sehr.